Nach erster Mexikaner mit Rex Gildo. Wobei da sowieso nur die Textzahlen Adio, Adio Mexiko wichtig sind. Wir gehen ein bisschen weiter von Mexiko nach Norden. Das ist ein eingedeutschtes Stück. Ich habe das heute im Radio gehört. Es ist früher gar nicht aufgefallen, dass die deutschen Interpreten jede Menge amerikanische Stücke eingedeutscht haben, weil die amerikanischen Stücke in den 60er und 70er Jahren gar nicht in deutschen Sendern gespielt wurden, haben die Leute es gar nicht gemerkt. Das kann man lernen im Schwarzwaldradio, aber das Schwarzwaldradio haben wir hier nicht. Wir haben hier Mendocino. Sänger vom Blauen Bock bis zu Dalli Dalli. Weißt du nicht? Und heute noch. Ja. Und heute noch. Ja, das wurde vorgetragen mit Hilfe unter Einbeziehung einer Versmelodie, die es gar nicht gibt, aber das war erforderlich, dass die eingefügt wurde. Um die Originalität später prüfen zu können. Ja, wir sind jetzt Mitte der 50er, 1957, zwei Stücke, nein, mehr. Einmal Katharina Valente, Margot Eskens, Ernie Bieler und Dalida. Spiel noch einmal für mich Habanero, Cindy o Cindy, Eine Reise ins Glück und Am Tag als der Regen. Cindy aus Marzahn? Cindy aus Marzahn. Cindy. Thank you.
Sehr schön. Und nein? Wir haben uns wissenschaftlich mit dem Thema Schlager auseinandergesetzt. Hier. Hast du noch einen? Die wissenschaftliche Auszählung ergaben, handeln 85% aller Schlager nach 1945 irgendwie von Liebe. Das ist jetzt nicht überraschend, oder? Mhm. Die restlichen handeln von Humtata und sonst was. Soll ich jetzt wieder ein? Ich könnte mal vorstellen, ein bisschen was Flottes. Was Flottes? Oder? Ja, na gut, wobei, mach so, wie du möchtest. Ich mach so, wie ich möchte. Genau, weil du sollst in deinem Plan bleiben. Ich wollte das vorlesen. Darf ich das vorlesen? Ja. Und der geneigte Hörer vor dem YouTube-Kanal möchte sich überlegen, wer gemeint ist. Im ausverkauften Saal knistert latente Erwartung, die eine Spur knisternder Erotik aufweist. Ein Gläschen Sekt dient der Auflockerung. Operngläser werden gezückt, die Show kann beginnen. Rund 3000 Fans haben sich eingefunden, meist Frauen, wie gesagt, die die besseren Hälften am heimatlichen Couchtisch zurückgelassen haben, um der Erinnerungsseligkeit des Abends unbelästigt nachspüren zu können. Weißt schon, wer gemeint ist? Zur vorgerückter Stunde, kurz vor 22 Uhr, werden diese Frauen aus sich herausgehen. Nein, meine Sorge war unberechtigt. Sie werden nicht fanatisiert Wonderbras oder sich selbst auf die Bühne werfen. Sie werden Kontenance bewahren, selbst wenn die verblichenen Spuren im Sand oder die endlich verzogene alles besungen werden. Das Höchstmaß hanseatischer Entrückung und Verzückung beschränkt sich darauf, die im Foyer preisgünstig erworbenen Leuchtherzen und Blinkstäbe hin und her zu wiegen. Sobald Howie, da ist er jetzt nicht mehr, ja, wie der Star gerne genannt wird oder lieber nicht genannt werden möchte, mit stockender Inbrunst sein Bekenntnis Ti Amo schmettert. So, das haben wir jetzt aber nicht, sondern wir haben... Thank you.
Es hätte auch fast geklappt. Ist live. Knisternde Erotik, hast du das gemerkt? Ja, das. Liebe Zuschauer, wir verbrennen hier knisternde Erotik. Ach. Es knistert hier. Ja. In dieser neuen Akkorde, das ist toll. Ich merke also, die Finger sprühen vor, wie auch immer. Ja, wir machen hier einen Sprung zurück. Die Begeisterung für Italien hatte in den 50er Jahren, Anfang der 60er Jahren weiteren großen Auftrieb. Ich mache jetzt ein kleines Italien oder Italo Medley. Mit dabei sind Cornelia Forbes, Will Brandes, Ralf Bendix und Gerd Wendland. Und die Melodien erkennt ihr alle, die muss man nicht ansagen. Die sind irgendwie bekannt. Das sind die ersten Agenten, die sich bei uns melden. Ja, obwohl ja noch gar nichts gesendet ist. Also ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Also, wir werden abgehört. Ja, alles klar. Klingt doch schön, oder? Thank you.
Ja, damit auch die Freunde des experimentellen Jazz bei dieser Sendung auf ihre Kosten kommen. Ja, nur so. Nur so, nur so geht das. Nur so kriegen wir den Kulturförderpreis der Europäischen Union. Ja, 2030, glaube ich. Jetzt sind wir wieder ein richtiges Instrument. Das muss aber erklären, warum das jetzt ein deutscher Schlager ist. Das ist jetzt kein deutscher Schlager, das ist... ein Lieblingslied von dir. Der Mann heißt Peter Sarstedt und Sarstedt ist eine Kleinstadt in Niedersachsen und deswegen ist das ein deutscher Schlager. Ja, gut, die Brücke kann man also akzeptieren. Ja, das ist... Also Verhalten ist das erklärt. Und hier steht auch Repeat and Fade drauf, das steht auf den deutschen Schlagern auch, deswegen ist das ein deutscher Schlager. Weitläufig ist und ohne Text macht das wenig Sinn. Ja. Gehört er aber als multikulturelle Komponente in diesen Vortrag. Wegen des. Dann machen wir wieder was Deutsches. Ja? Ich dachte, ich war jetzt dran. So. Nee, ich jetzt? Komm, ich habe jetzt gerade die Tasten getroffen. Das ist jetzt nicht so oft getroffen. Ja, gut. Das kommt nicht so oft vor. Ich habe gerade den Ton getroffen, deshalb würde ich gerne so weitermachen. Mach, du bist im Flug, mach. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Ich weiß nicht ihren Namen, nur ich kenne nicht ihr Ziel. Ich merke nur, sie fährt mit viel Gefühl. Den Wagen vorne fährt ein junges Mädchen. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. Hat sie den silbernen Sender oder ist der Radio aus? Können jetzt die Damenstimme singen. Schönen Tag!
Ja, dieser Vortrag wäre im Akkordeoncafé, aber... Was? Ja, jetzt nicht vortragen können. Weil? Gesang. Ja, genau, deswegen machen wir das ja hier. Genau. So. Wir gehen jetzt wieder gemütlich. Ach doch, wir machen ein gemütliches Medley oder ein Zusammenstellen von verschiedene Stücke, Melodien, die diesmal dem Tango geweiht sind. Also was haben wir an Tango-Melodien gehabt in den 50er, 60er Jahren? Jetzt kommt es nur für euch. Da muss man erstmal wieder die richtige... Thank you.
Serie Tangos. Nach den Tangos. Ein paar machen wir noch, ne? Was? Ein paar machen wir noch, ne? Wir machen ein paar, ja, ja. Ja, ja. Das Wesentliche des Schlages der 80er Jahre war die Einleitung und die Elektro-Toms. Damit qualifizierte sich das Lied als tanzbar, worauf man innerhalb von 3 bis 4 Takten entscheiden konnte, geht man zur Theke oder zur Tanzfläche. Und das haben die Flippers ganz hervorragend gemacht. Mitternacht im Trinidad. Inseln zu spielen, die klingen aber alle irgendwie ähnlich. Mit 3 Akkorden. Kennst du die nicht? Natürlich, ja. Können wir doch noch. Saint-Tropez gibt es ja auch noch, das ist jetzt keine karibische Insel. Das ist aber so ähnlich. Da, der gleiche Rhythmus. Bitte? Der gleiche Rhythmus. Der gleiche Rhythmus. Das ist der gleiche Rhythmus. Ja. Saint-Tropez machen wir in der nächsten, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Wenn wir 70er, 80er, 90er und Nuller Jahre. Ach, um Gottes Willen. Da brauchst du aber dein elektronisches. Ja, ja, dann machen wir nur noch. Okay, so, dann mache ich wieder, gehe ich wieder zurück und ich mache wieder ein Ensemble, ein Medley eines Sängers, eines Interpreten, den man sicherlich in den Jahren 50er, 60er Jahren nicht untergehen lassen darf. Freddie Quinn, ein Freddie Quinn Medley. Thank you.